Moin, moin, ein Monat ist mal wieder rum und somit ist es wieder an der Zeit, euch einen Lesemonat vorzustellen. Die Bücher, die ich gelesen habe im September 2021, das waren mal wieder nicht so viele. Es waren tatsächlich nur zwei Bücher, die ich beendet habe. Ein Buch habe ich abgebrochen und ein weiteres begonnen. Ja, und das abgebrochene Buch hat mich tatsächlich auch so ein bisschen in eine Leseflaute gestürzt, beziehungsweise in eine Leseunlust. Und deswegen war es ja die richtige Entscheidung, dieses Buch abzubrechen, auch wenn ich mich damit immer wirklich schwer tue. Ja, aber dazu dann zu gegebener Zeit. Ich fange mit dem Buch an, was ich aus dem August mitgenommen habe. Da hatte ich das begonnen und noch nicht fertig gelesen. Und zwar ist das Der Zauber von Immerdar von Dominique Valente. Das ist der zweite Teil in der Reihe. Ein Hellseher sieht schwarz. Das ist eine Kinderbuchreihe ab 8, 9, 10 Jahren empfohlen. Und wie ich finde, es ist eine wirklich ganz, ganz tolle, ja, Buchreihe. Ich habe ja bisher nur zwei Bücher gelesen, aber ich finde sie wirklich sehr fantasievoll, sehr ideenreich, sehr bunt, facettenreich und trotzdem gespickt mit tollen Aussagen. Freundschaft und Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Aber auch sehr, sehr komisch geschrieben. Und im ersten Band ging es ja auch darum, dass der Dienstag verschwunden war. Und Anemona, unsere Protagonistin, ist eine junge Hexe. Und in ihrer Familie haben alle Frauen und Mädchen magische Begabungen. Und sie hat eine Begabung, die sie ja nicht so toll findet. Im Gegenteil zu ihrer Mutter und zu ihren Schwestern, die wirklich ganz, ganz großartige Begabung haben, hat sie einfach nur die Begabung, Sachen wiederzufinden. Aber jetzt, wo der Dienstag verschwunden ist und keiner mehr sich daran erinnern kann, wird sie halt aufgesucht von der mächtigsten Hexe in der Gegend und sie soll doch bitte helfen. Und in diesem Abenteuer lernt sie halt schon viele Freunde kennen. Unter anderem lernt sie hier den Hellseher bzw. Dunkelseher kennen. Und zwar ist das Arno Dazumal. Und der schreibt ihr jetzt hier in diesem Buch eine Botschaft. Und zwar, dass er entführt wurde. Und das hat er vorhergesehen. Und deswegen konnte er diesen Brief noch schreiben. Und sie bekommt diesen Brief auf eine sehr, sehr interessante Art und Weise von Baum zu Baum überreicht. Und ja, so wusste sie gar nicht, dass die Bäume Nachrichten verschicken können. Und die sind auch nicht sehr, sehr ja, begeistert davon, dass sie so ausgenutzt werden für solch eine Tat. Und so klopft eben der Baum aus ihrem Vorgarten an ihr Fenster und überreicht ihr diese Mitteilung. Und sie will natürlich sofort aufbrechen, um ihren Freund ja zu finden. Aber sie weiß gar nicht, wohin und von wem er entführt wurde. Aber er sagt ihr auch, dass sie auf jeden Fall bei ihm zu Hause nach dem Rechten schauen soll. Und er hat ja mehrere Haustiere und viele Pflanzen und er wohnt mitten im Wald. Und ja, deswegen macht sie sich erstmal dorthin auf, um zu überprüfen, ob sie da irgendwelche Hinweise findet, wohin er verschwunden wird. Aber alleine schon auf dem Weg dorthin begeht sie wieder so viele Abenteuer und ja, findet neue Freunde und neue Herausforderungen, die sie überstehen muss. Und immer noch ist sie sehr, sehr traurig, ja, durch einen Verlust in ihrer Familie. Und sie wird in ihrer Familie halt auch nicht so richtig ernst genommen. Also die erste Abenteuergeschichte, die sie denn hier erzählt, aus dem ersten Band, der wird nicht so richtig geglaubt, dass sie da mitgeholfen hat. Und somit ist sie natürlich auch nicht sehr glücklich, dass sie von ihrer Familie nicht so angesehen wird und dass ihr nicht geglaubt wird. Und sie hat eben dadurch auch nicht so ein großes Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, obwohl ihre Fähigkeit hier dann wieder ja, zu einer neuen Höchstform aufläuft. Und wie immer hat sie einen Begleiter bei sich, der immer bei ihr ist, in einer grünen Zotteltasche von ihrer Großmutter. Dort nimmt sie immer ihren, ja, es ist kein Kater, er sieht aber aus wie ein Kater, das darf man ihnen aber bloß nicht sagen, das ist nämlich ein Kobold, das ist Oswald und der ist herrlich. Er motzt immer zu, hat irgendwie immer schlechte Laune, ist aber trotzdem ein sehr treuer Freund
Und ja, wenn er zu doll geärgert wird oder wenn er sich zu doll ärgert, dann wird er halt von grün zu knallorange. Und wenn man ihn zu doll ärgert, dann kann er auch mal explodieren. Und er hat halt so einen kleinen Sprachfehler und der wird hier auch immer, also wenn er spricht, wird das auch immer, vielleicht kann man das hier erkennen, fett gedruckt und der Sprachfehler, das ist einfach zu urkomisch. Und es ist halt auch noch, hier sieht man ihn auch noch wunderbar illustriert. Und das macht das Ganze zu einem wirklich magischen, zauberhaften Abenteuer, wo man immer wieder schmunzeln muss und wieder neue Ideen heraufbeschworen werden. Was ich hier nochmal positiv erwähnen möchte, ist, dass die Geschichte tatsächlich weitergeführt wird. Also es ist nicht einfach nur ein neues Abenteuer, das wieder abgeschlossen ist, sondern die Geschichte wird weitergeführt. Und man merkt, dass es tatsächlich eine Reihe ist, die nicht einfach aus einzelnen Abenteuern besteht, sondern es bildet sich auch eine Rahmenhandlung. Und das gefällt mir gut. Also da hat die Autorin sich was bei gedacht und es passt auch gut zueinander. Ich weiß nicht genau, wie viele Bände diese Reihe haben wird. Der dritte Band ist für November angekündigt. Den werde ich auf jeden Fall auch lesen. Ich glaube nicht, dass das schon das Finale ist. Also ich denke schon, es werden mehr Bände. Und ja, ich bin gespannt, ob die Dominique Valente da gut geplottet hat und schon weiß, ja, in welche Richtung das geht. Dann macht das natürlich auch alles immer schön Sinn. Aber ich hoffe auch, dass sie immer wieder ganz tolle, kreative, überraschende Ideen hier mit einbringt. Und ja, alleine die Namen schon, ne? Arno dazu mal. Klar, das ist eine Übersetzung, aber die Übersetzung finde ich auch einfach wunderbar gelungen. Und die Illustration wirklich auch schön. Und es gibt auch immer eine Karte und die wird auch immer angepasst, je nachdem, wohin das Abenteuer eben geht. Ja, also kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich glaube, zum Vorlesen ist es toll, aber auch zum Selbstlesen eine Reihe, die man vielleicht als Erstlesebuch bestreiten kann. Aber auch für Erwachsene, die eben gerne Kinderbuchgeschichten mögen, die so ein bisschen individuell und innovativ sind, wie ich finde. Ja, und dann kommen wir zu dem Buch, was ich abgebrochen habe. Und zwar war das eigentlich ein Buch, was wir in unserem Buchclub All You Can Read lesen wollten. Zwar nicht alle, aber wir waren schon, ich weiß nicht, waren wir zu fünft oder zu viert? Ich kann mich gerade jetzt, nee, ich glaube zu viert, wollten wir dieses Buch hier lesen. Von Stephen King und Peter Straub, Der Talisman. Für mich war es ein Reread. Ich habe das Buch bestimmt vor 12, 13, 14 Jahren gelesen, also irgendwann in meiner frühen Jugend. Und da war es tatsächlich auch mein erster King. Ich kann mich aber partout nicht mehr daran erinnern, wie ich das Buch eigentlich empfunden habe. Also ich weiß, dass ich es gelesen habe und dass ich mich auch so ein bisschen durchgekämpft habe, weil es ja auch doch relativ dick ist, eines seiner dicksten mit 960 Seiten, aber ja auch nicht ungewöhnlich für King. Und ich weiß, dass es eher in die Richtung Fantasy ging, also so eine Mischung aus Fantasy und Horror, und dass ich wirklich sehr, sehr wenig davon wusste. Also ich wusste die Anfangsszene so ein bisschen und konnte mich ja an eine Figur erinnern, die ich sehr gern mochte. Und daraufhin hatte ich auf jeden Fall vor, das Buch irgendwann nochmal zur Hand zu nehmen. Vor allem eben auch, weil es ja auch einen zweiten Teil gibt. Und der zweite Teil wurde mir letztes Jahr von Sarah vom Kanal Alice im Bücherland geschenkt in einem Bücherpaket. Und deswegen wollte ich eben den ersten Band nochmal lesen und dann in Folge den zweiten Band. Und wir haben angefangen. Und es ließ sich auch relativ gut lesen, muss ich sagen, aber es hatte sofort eine komplett düstere, depressive, melancholische Stimmung, die mich so runtergezogen hat und die irgendwie sich gar nicht auflösen wollte. Und das kann Stephen King ja auch einfach gut, diese menschlichen Abgründe, dieses menschliche Schrecken, dieser menschliche Horror heraufzubeschwören, was Menschen sich gegenseitig antun können. Und das kann er sehr gut heraufbeschwören. Und das ist mir auch schon bei S aufgefallen, als ich das gelesen habe, dass mir das sehr, sehr zu schaffen gemacht hat. Und ich lese einfach lieber diesen fantastischen, gruseligen, atmosphärischen, klassischen Horror einfach. Hier ist mir Jack
unser Protagonist doch schon irgendwie ans Herz gewachsen zu Anfang. Es ist ein, ich glaube, 12-jähriger Junge, der mit seiner Mutter von Ort zu Ort flieht vor seinem Onkel, der sie immer wieder anruft und immer terrorisiert, denn sein Vater ist vor einiger Zeit gestorben und das war der Geschäftspartner von dem Onkel. Und er möchte jetzt unbedingt das klären, das Geschäftliche. Jack weiß nicht genau, was dahinter steckt, aber er weiß nur, dass seine Mutter vor dieser ganzen Angelegenheit flieht und dass sie irgendwie krank zu sein scheint. Und jetzt sind sie gerade an einem verlassenen, ja, Ort an der Küste in einem Hotel zu, ja, Sommerzeiten ist da sicherlich viel los, aber sie sind da, glaube ich, im Herbst und da ist wirklich tote Hose. Und er, ja, bekommt irgendwann die Aufgabe, dass er ja seine Mutter retten kann und nicht nur sie, sondern auch ein Parallelreich. Und dieses Parallelreich wird die Territorien genannt. Denn er trifft einen älteren Herrn in einen abgeschiedenen, einen sehr, sehr verlassenen Freizeitpark, der eben jetzt auch gerade still liegt und brach liegt. Und mit dem versteht er sich sofort gut. Und er sagt ihm halt, du hast eine Aufgabe, du musst den Talisman finden und musst immer von Welt zu Welt flippen, also die Welt wechseln und diesen Talisman eben finden und von Küste zu Küste reisen. Und ja, Jack weiß, dass es diese Territorien gibt. Er hat sie immer Tagträume genannt. Aus seiner Kindheit weiß er das. Deswegen ja, glaubt er da dran und zweifelt da gar nicht dran, denn er weiß, da ist was Wahres dran. Ja, und an sich finde ich die Geschichte, die Idee tatsächlich gut. Aber die Welt, die hier beschrieben wird, in der er lebt und die Menschen, die er kennenlernt, die sind alle so schlecht und das ist alles so, es ist so, ach, trostlos und ja, ich weiß nicht, ich konnte irgendwann das nicht mehr so richtig ertragen und es hat mir einfach auch keine Lesefreude gemacht. Hier fehlte einfach so ein bisschen der Lichtblick. Es gab so ganz kleine, eben zum Beispiel Speedy, den er in dem Freizeitpark kennengelernt hat, der war so ein kleiner Lichtblick. Und ja, er hat durchaus auch einen Freund, aber der ist nicht bei ihm. Und seine Mutter ist natürlich auch eine Frau, die ihm sehr nahe steht und auch sehr wichtig für ihn ist natürlich. Das ist das einzige Überbleibsel seiner Familie. Aber auch die Mutter ist nicht ganz so einfach als sympathische Frau einzugestehen, denn sie kümmert sich irgendwie nicht so richtig um Jack oder hat nicht die Kraft, sich um ihn zu kümmern oder ihm nichts zu erzählen. Ja, es ist nicht so einfach, aber das schafft eben Stephen King hier auch einfach, seine Charaktere wieder sehr, sehr tief zu beschreiben. Und er ist eben auch ein Meister da drin, die Szenen wirklich sehr zu dehnen mit Rückblicken. Und ich fand, manchmal war es auch so ein bisschen wirr erzählt. Also es gab Rückblicke in Rückblicken und dann hier nochmal eine Geschichte. Und dann erinnert sich Jack wieder an irgendwas und dann kommen irgendwelche Gedanken in ihm hoch, ohne dass es irgendwie erklärt wird. Und das fand ich ein bisschen wirr. Dazu dieses Depressive. Ja, und es wurde irgendwie nicht besser. Auch auf seiner Reise dachte ich, okay, jetzt geht sein Abenteuer los. Jetzt kommen wir von diesem trostlosen Hotel vielleicht ein bisschen weg, aber er stolpert wirklich in eine Situation in die nächste, zum Beispiel in eine Bar, wo er dann gegen Geld arbeitet und das ist einfach nur so eklig und so gemein und das sind einfach so fiese Charaktere und das, ja, wird einfach nicht besser. Ich habe so ein bisschen drauf gewartet, bis die Figur kommt, auf die ich mich gefreut habe und ja, habe dann herausgefunden, wo sie kommt. Und das wären dann noch 100 Seiten gewesen, aber selbst das habe ich nicht geschafft. Und dann habe ich einen Kompromiss gefunden, weil ich mich einfach nicht dazu aufraffen konnte, das Buch komplett wegzulegen, weil ich sowas eigentlich nicht so gerne mache, einfach Bücher abzubrechen, weil ich dann ja doch irgendwie wissen will, wie es zu Ende geht und ich kann damit dann nicht so richtig abschließen. Andererseits hat mir das Buch einfach keine Freude gemacht, dann soll man es einfach auch nicht, ja, muss man vielleicht auch ein bisschen lernen. Ich dachte, vielleicht ist das ja auch so ein kleiner Prozess, den man irgendwie auf sich nehmen muss, genauso wie das Aussortieren von Büchern, dass es irgendwann besser wird, ja, das Abbrechen von Büchern eben auch zu lernen. Aber hier habe ich eine gute Lösung gefunden, denn es gibt ja von Stephen King, weil das eben so ein bekannter, berühmter Autor ist, gibt es ja ein extra Stephen King-Wiki, wo wirklich alle Bücher
aufgelistet sind und auch der Inhalt der Bücher tatsächlich niedergeschrieben sind und wirklich sehr detailliert und wirklich jedes Kapitel zusammengefasst wird, sodass man tatsächlich die Geschichte dann erfahren kann, ohne das Buch komplett zu lesen. Hat zwar auch seine Zeit gedauert, also ich glaube, ich habe da dann auch 20 bis 30 Minuten gelesen, bis ich dann die Zusammenfassung durchgelesen habe, aber das ist natürlich nochmal was ganz anderes als hier jetzt noch die restlichen 700 Seiten, also 270 Seiten habe ich geschafft. Ja, und dann habe ich eben somit die Geschichte trotzdem beenden können und ich habe für mich entschlossen, dass es eine, oder ich habe für mich bemerkt, dass es eine sehr gute Idee war, dieses Buch abzubrechen, denn es wird nicht besser mit, es kommen noch viel schlimmere und trostlosere und grausamere Szenen hier, die mich, glaube ich, aufgeregt hätten. Und auch die Figur, auf die ich hier so gewartet habe und die für Jack ein toller Gefährte wird, ist zwar ein toller Lichtblick, aber dieser Strang endet nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte. Und deswegen glaube ich, es ist gut, dass ich mir das erspart habe. Und trotzdem konnte ich jetzt so die Geschichte beenden, weiß, wie es ausgegangen ist. Und ich werde es vielleicht mit dem zweiten Band auch noch so machen, damit ich weiß, wie es weitergeht. Ich glaube, das spielt dann mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte später. Aber ja, so habe ich dann jetzt die gute Lösung gefunden. Es geht natürlich nicht bei allen Büchern, denn nicht alle Bücher, nicht von allen Büchern gibt es so eine tolle Zusammenfassung im Internet, nur von den bekanntesten, berühmtesten. Aber hier war es natürlich eine gute Lösung. Und somit kann ich jetzt auch ein Buch von meinem Sub ungelesen aussortieren. Das ist eben hier dieses, der zweite Teil hier, das Schwarze Haus von Stephen King und Peter Straub. Und ja, habe ich mir sozusagen hier über 1000, fast 2000 Seiten gespart. Und ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Und ich glaube, jetzt habe ich auch erstmal ein bisschen die Nase voll von King, weil es ja eben auch so seine Schreibweise ist. Bei S hatte ich das ja auch mitbekommen und S habe ich, glaube ich, auch nur fertig bekommen, weil ich das Hörbuch dann irgendwann da übergestiegen bin und weil ich einfach diesen Klassiker kennen wollte. Und ich glaube, nur weil ich das Hörbuch hatte und vieles auch dann einfach überhören konnte, war das okay. Aber also ich werde auf jeden Fall die Turmreihe noch versuchen in nächster Zeit, aber ansonsten würde ich mich, glaube ich, erstmal ein bisschen von King zurückhalten, weil ich da im Moment nicht so viel Lust drauf habe. Und als nächstes habe ich dann zu einem Buch gegriffen, während ich noch überlegt habe, ob ich jetzt Stephen King abbreche oder nicht. Da habe ich es erstmal beiseite gelegt und habe dann zu einem Rezensionsexemplar aus dem Verlag Edition Roter Drache gegriffen. Und zwar ist das König und Meister von Theresa Hanik. Ja, dieses Buch hat mich sehr, sehr angesprochen, weil es wirklich sehr kryptisch klingt, sowohl auf der Rückseite als auch innen drin im Klappentext steht wirklich nicht viel und das klingt einfach sehr, sehr suspekt und seltsam und das hat mich einfach angesprochen, weil ich einfach überhaupt nicht wusste, in welche Ecke das geht. Hier steht zwar Mystery Thriller drauf, aber ich konnte mir nicht so richtig vorstellen, ja, um was es eigentlich geht. Ich muss aber sagen, dass der Klappentext dem Inhalt nicht so richtig gerecht wird, auch wenn da jetzt keine Lüge drauf steht. Finde ich, klingt es abgefahrener, als es eigentlich ist. Denn zunächst einmal ist es einfach eine Geschichte von einer jungen Frau, ich glaube so ungefähr in meinem Alter, so, ich weiß nicht, war das Ende 20, Anfang 30, Mitte 30, irgendwie so. Und sie ist mit ihrem Vater verabredet, denn er möchte ihr etwas Dringendes, sehr Wichtiges sagen. Aber während des Gesprächs mit ihrem Vater stellt sich einfach nur wieder heraus, dass er sich in großen Schimpftiraden verfängt und einfach über alles und jeden, über die Nachbarn, über die Politik, einfach über alles herzieht und sie einfach nur zustimmt, weil sie überhaupt keine Lust hat mehr, sich mit ihm, ja, mit ihm irgendwie zu diskutieren, weil er einfach nur seine eigene Meinung ja, stehen lässt und gelten lässt. Es ist eine sehr, ja, seltsame Beziehung zwischen den beiden. Sie stehen sich einerseits schon sehr nah, andererseits sind beide nicht so einfache Menschen. Und dementsprechend verläuft das Treffen eigentlich wie immer. Und Ada freut sich auch schon wieder irgendwie, ja, alleine zu sein. Und auf dem Rückweg im Auto,
ja, kommt es auch nicht nochmal irgendwie zu bestimmten wichtigen Gesprächen, auch obwohl sie ihn darauf angesprochen hat, weicht er doch immer wieder aus in irgendwelchen anderen Themen und somit herrscht dann erstmal Schweigen. Und auf einmal steht ein Reh auf der Straße. Ihr Vater muss das Lenkrad rumreißen, sie geraten ins Dickicht, sie überschlagen sich und sie knallen gegen einen Baum. Und während dieses Unfalls denkt Ada nur: Ich will überleben, ich will nicht sterben, es ist mir egal, was mit meinem Vater passiert, ich möchte leben. Und irgendjemand scheint sie zu erhören, denn sie hat kaum Blessuren nach diesem schrecklichen Unfall. Sie hat zwar ein Schleudertrauma und hat sich das Knie angestoßen, aber sie hat sonst keine großartigen Verletzungen, im Gegenteil zu ihrem Vater, denn der ist von Kopf bis Fuß durchgerüttelt worden und hat Frakturen am Schädel, aber auch in seinen Gliedmaßen, innere Blutungen. Und erst in den folgenden Tagen liegt er im Koma. Und sie hat natürlich ein sehr, sehr großes, schlechtes Gewissen, was ihre Gedanken angeht. Wie konnte sie nur so etwas denken und sich so vorziehen? Und scheinbar, ja, kennt jemand ihre Gedanken und sie hat seitdem auch ganz, ganz verrückte Träume und irgendwelche Visionen im Kopf und ja, ihr begegnet immer wieder ein verbrannter Mann, der eben mehr zu wissen scheint über sie als sie über ihn und er gibt ihr nun drei Aufgaben, um ja, so ein bisschen ihre Schuld reinzuwaschen und setzt sie aber auch unter Druck. Im Laufe dieses Buches muss sie eben diese drei Aufgaben bestehen. Ja, und während sie darauf wartet, was mit ihrem Vater weiterhin passiert, ob er überleben wird, kehrt sie zum Haus ihrer Kindheit, zum Haus ihres Vaters zurück und möchte eben herausfinden, was er ihr so Wichtiges sagen wollte. Weil es kann natürlich sein, dass er nicht überlebt und ihr das nie sagen wird. Und so durchwühlt sie seinen Schreibtisch, seine Unterlagen, die Schränke, um herauszufinden, ja, was er ihr Wichtiges sagen wollte. Und dabei entdeckt sie ja viele Dinge, die sie erinnert an ihre Kindheit, denn sie ist dort aufgewachsen. Ihre Eltern leben mittlerweile getrennt. Auch mit ihrer Mutter hat sie ein sehr schwieriges Verhältnis. Auch wenn sie mit ihrem Vater so ein bisschen engere Beziehung hat, ist sie noch in Kontakt mit ihrer Mutter. Auch die ist eine sehr schwierige Persönlichkeit und kommt dann aber zu Ada, um sie zu unterstützen. Und auch da kommen wieder neue Erinnerungen hoch und es geht um die Beziehung zwischen den beiden und die müssen sich irgendwie zusammenraufen jetzt in dieser schweren Zeit. Und überall, wo sie in dem Haus sucht, entdeckt sie Walnüsse. Walnüsse, Walnüsse. In ihrem Vorgarten oder in dem Vorgarten des Hauses steht ein großer Walnussbaum. Und das ist der große Schatz immer gewesen von ihrem Vater. Er hat ihn immer Meister genannt und hat immer gesagt, dieser Baum würde das Haus und die Familie beschützen. Ja, und auch davon hat sie Visionen und Träume von diesem Baum. Und irgendwie scheint da auch ja, etwas mehr hinter zu stecken. Und dann gibt es da noch die seltsame Nachbarin, die immer die Walnüsse aufsammelt. Und warum tut sie das? Ja, also das ist die grobe Geschichte, um dass sich es dreht. Auf dem Cover steht Mystery Thriller. Ich finde nicht, dass das so richtig passt. Ich finde eher, dass es ein Mystery Drama ist. Denn die Geschichte ist zum einen sehr langsam erzählt und es dreht sich eben auch viel um die Familie, um deren Beziehungen zueinander, um Erinnerungen aus der Kindheit, um Dramen, um tragische Geschehnisse, um Tragödien aus der Vergangenheit, Geheimnisse, die aufgedeckt werden, Familiengeheimnisse. Und das alles hat nicht sehr viel Drive. Also es hat natürlich einen Sog und das hat mich auch sehr, sehr gebannt und gefesselt. Und nachdem ich bei Stephen King wirklich mich durchgequält habe, habe ich hier die Seiten auch einfach nur so fliegen lassen und habe hier eine ein, zwei Nächte verbracht, indem ich immer gesagt habe, komm, ein Kapitel noch und habe dann wirklich über 100 Seiten am Stück gelesen, was für mich wirklich, wirklich viel ist. Aber es hatte trotzdem keine Rasanz oder kein Thrill. Und deswegen finde ich Thriller hier auch zu viel gesagt. Ich finde, Mystery Drama passt hier tatsächlich besser.
Und das Mysteriöse hier drin, das war auf jeden Fall vorhanden. Aber ich finde, dass es mich jetzt gar nicht so sehr gegruselt hat, wie ich es gerne gehabt hätte. Ich fand es spannend, aber es war jetzt nicht so richtig gruselig. Und ich finde auch das Cover, ich finde das Cover unglaublich cool gemacht und skurril. Aber wie gesagt, ich fand den Inhalt jetzt gar nicht so skurril, wie ich gedacht hätte. Ja, und letztendlich muss ich leider auch sagen, dass mir am Ende viele Fragen im Kopf offen geblieben sind, die ich eigentlich total spannend fand und total auch essentiell für die Geschichte. Was hat es denn nun mit dem Walnussbaum zu tun? Und warum liegen überall die Walnüsse? Warum hat die Nachbarin die Walnüsse jetzt genau aufgesammelt? Und was hat es mit den Stimmen im Kopf auf sich? Was genau wollte ihr Vater ihr denn jetzt sagen? Man kann sich zwar ein bisschen was zusammenreimen und überlegen, aber es wird nie aufgeklärt. Und ich bin ja eh kein Fan von großartigen offenen Enden. Manchmal finde ich, passt es stilistisch und dann kann ich darüber hinwegsehen und kann mir dann an meine eigenen Interpretationen und Gedanken dazu machen. Aber hier fand ich, war das ein Rätsel, was gelöst werden müsste. Es wurden zwar viele Geheimnisse gelüftet und eben aus der Familie, und das fand ich auch alles schlüssig und überraschend und fand ich eine coole Hintergrundstory. Und auch die Beziehungen zwischen ihren Eltern und Ada fand ich spannend gemacht und auch auf jeden Fall auch sehr authentisch gemacht. Es gab hier einige psychische Krankheiten, die hier eben auch so ein bisschen beleuchtet worden sind, beziehungsweise eine Rolle gespielt haben. Das fand ich alles, ja, hat mich gefesselt und ich fand es tatsächlich auch spannend von Ada zu lesen, weil Ada eine Protagonistin ist, die nicht einfach so strikt und gerade und rein und sympathisch ist, sondern sie ist eben eine Außenseiterin, die ja doch auch ein bisschen stumpf ist und nicht viele Freunde hat und eher so ein Arbeitstier ist und nicht so gerne enge Beziehungen eingeht. Ja, apropos Beziehungen, ich glaube, die Liebesgeschichte hier drin, die jetzt nur ganz am Rande eine Rolle gespielt hat, die hätte ich jetzt gar nicht so sehr gebraucht, ehrlich gesagt. Oder sie hätte eine inhaltliche, relevantere Rolle spielen müssen. Ja, aber ansonsten hätte ich das nicht unbedingt gebraucht. Ja, also insgesamt hat das Buch irgendwie für mich ein bisschen was anderes versprochen, als ich dann bekommen habe. Es hat mir zwar auch gefallen, aber ich hätte es doch ganz gut gefunden, wenn mir ja, die Fragen hier doch beantwortet werden würden. Und daher ist es kein hundertprozentiges Highlight, aber es ist auf jeden Fall, ich glaube auch für jemanden, der ein bisschen was Spannendes, Gruseliges lesen möchte, aber nicht zu sehr in die Horror-Grusel-Richtung gehen möchte, der kann hier zugreifen. Und dem würde vielleicht eher so das Cover abschrecken, weil der würde ja total, das wird ja total nach Horror-Grusel aussehen und auch ein bisschen makaber, aber das Ganze, wie gesagt, ist sehr langsam, ruhig und nicht blutig oder eklig erzählt und auch nicht zu gruselig. Deswegen kann ich das durchaus auch für Einsteiger empfehlen. Und ja, es hat auch nur tatsächlich etwas über 300 Seiten, ne? Ja, 312 Seiten. Die Gestaltung ist natürlich sehr, sehr schön und auch die Kapitelanfänge sind hier so mit Ästen gekennzeichnet. Und ich finde auch der Preis mit 15 Euro, eine gebundene Ausgabe, kann man wirklich nicht meckern. Also Dankeschön an den Verlag Edition Roter Drache für das Zusenden des Rezensionsexemplars. Es hat mir auf jeden Fall Freude gebracht und mich irgendwie auch so ein bisschen aus diese, ja, Leseunlust gerissen. Und es hat richtig Spaß gemacht, wieder in diese Seiten zu versinken. Aber wie gesagt, so ganz ohne Kritikpunkte bin ich da jetzt auch nicht rausgekommen. Und als letztes habe ich dann noch ein Buch begonnen. Das habe ich noch nicht beendet. Bin ich jetzt knapp über die Hälfte. Und zwar wollte ich ja auch relativ schnell immer meine Reihen beenden. Und da habe ich jetzt gedacht, greife ich doch, bevor es jetzt so richtig mit den gruseligen und düsteren Büchern weitergeht, greife ich doch jetzt hier mal zu diesem Zweiteiler, Der Orden des Geheimen Baumes, Die Königin von Samantha Shannon. Das ist jetzt der zweite und auch letzte Teil dieser Dilogie im Deutschen. Und
Ich muss sagen, ich bin unglaublich überrascht, wie gut ich jetzt in diesen zweiten Band gestartet bin, weil eigentlich gehören die beiden Bände zusammen, ist das eine Geschichte. Ich habe Ruth gefragt, ob wir das Buch zusammenlesen wollen. Wir haben jetzt eine ganz lockere Leserunde draus gemacht, dass wir wirklich nur vier Abschnitte gemacht haben, uns dann immer nach, ich glaube, 130 Seiten sind das immer, austauschen und auch keinen Termin ausmachen. Jeder liest in seinem Tempo. Und wir waren ja beide nicht vollends begeistert vom ersten Band. Wir haben da, glaube ich, beide ein bisschen mehr erwartet, weil das ja wirklich sehr gehypt war. Und ich habe mich eben auch auf Drachen-Fantasy gefreut. Und das habe ich ja nicht so richtig bekommen. Habe ich ja im letzten Lesemonat ausführlich drüber gesprochen, was ich gut und was ich eher enttäuschend fand im ersten Roman. Ich, ja, fand einfach die Welt zu groß und es wurde sich nicht genug Zeit gelassen für diese Welt oder man hätte die Welt ein bisschen kleiner machen müssen. Davon bin ich immer noch überzeugt, aber die Welt bzw. Geschichte hat tatsächlich an Fahrt gewonnen. Es kommt eine Rasanz hier rein und man bekommt auf einmal einen roten Faden, den ich im ersten Band vermisst habe. Es war für mich eher so Vorgeplänkel und Ruth sieht das tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Wir haben uns schon ausgetauscht und unabhängig voneinander fast dieselben Wortlaute genannt. Und jetzt bin ich in der Geschichte richtig angekommen. Ich finde immer noch, dass die Drachen zu kurz kommen. Aber so langsam bekomme ich auch eine Bindung zu den Charakteren, die mir auch im ersten Band sehr gefehlt haben. Leider kommt auch der Strang hier immer noch zu kurz, den ich noch eher beleuchtet haben möchte. Aber es kommt hier ein bisschen mehr Magie rein, ein bisschen mehr Legende, ein bisschen mehr Geschichte. Und die Stränge, die wir hier haben, die bekommen immer mehr Verbindungen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich kann jetzt noch kein abschließendes Fazit geben, weil ich eben noch gute 200, weiß nicht, so um die 250 Seiten habe ich bestimmt noch. Und ich, ja, das Ende hat für mich ja auch immer eine sehr, sehr große Bedeutung, aber man merkt wirklich, dass das sich immer mehr an Spannung steigert und hier auf ein episches Finale hinauslaufen wird. Und ja, ich freue mich, dass ich Ruth gefunden habe, weil ich wirklich auch Lust habe, mich darüber auszutauschen und dass es uns im Moment beide so gut gefällt. Und ich muss auch sagen, obwohl es ja eigentlich eine Geschichte ist, passt es einfach so verdammt gut zum Inhalt, dass es zweigeteilt wurde, weil es auch hier um einen Ausgleich von zwei Welten, von zwei Kontinenten, von zwei Kräften geht. Und ja, irgendwie passt das sehr, sehr gut. Im ersten Band geht es ja, handelt es von einem Reich, das zweigeteilt ist. Es gibt den Osten und den Westen. Der Osten, der betet die Drachen an und ja, hat sie in ihre Kultur aufgenommen wie Gefährten, behandelt sie ja wie Götter und Gefährten quasi. Und im Westen werden die Drachen gefürchtet und gehasst. Aber es sind auch unterschiedliche Drachen. Und wir begleiten, ich glaube, es sind vier Stränge, zwei Frauen. Einmal ist das Erd, die ja quasi als Wächterin der Königin fungiert, ohne dass die Königin das eigentlich weiß. Ermittelt sie so ein bisschen ja unerkannt. Und dann gibt es noch Tané, die als Drachenreiterin ausgebildet wird. Das ist der Strang, der leider sehr zu kurz kommt, wie ich finde. Und es gibt noch zwei weitere Stränge, die auch jetzt nicht so viel Raum bekommen. Das sind dann zwei männliche Protagonisten, wodurch wir eben auch noch an anderen Orten erfahren, wie es weitergeht. Ja, und es scheint zu sein, dass der namenlose eine, der große westliche, schreckliche Drache wieder erwachen könnte und die Drachen immer mehr ja, wieder gesichtet werden und somit ein großer Krieg ansteht. Es gibt aber auch Ränkespiele zwischen den verschiedenen Reichen und gerade das, ja, das Vorgeplänkel, das hatte mich nicht so richtig interessiert, dieses politische. Jetzt im zweiten Band ist es halt doch irgendwie ein bisschen magischer. Man ist so langsam in der Geschichte und in der Welt angekommen. Und ja, wie das jetzt weitergeht, ich bin sehr gespannt und werde euch dann natürlich berichten. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich das jetzt halt abschließen werde, damit ich weiß, wie es zu Ende geht. Auch da hatte ich tatsächlich schon drüber nachgedacht, es abzubrechen. Ich bin gerade sehr, sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe, dass ich tatsächlich mir
ja doch mich aufgerafft habe, den zweiten Band in die Hand zu nehmen. Und eigentlich war wirklich nur, okay, ich muss ja mal wieder eine Reihe beenden, war tatsächlich, ja, und das Ende des ersten Teils war für mich tatsächlich auch, hat mir Hoffnung gegeben, weil es tatsächlich da an Fahrt aufgenommen hat und ein bisschen spannender wurde. Und ja, das hat sich hier auf jeden Fall im zweiten Teil durchgesetzt. Und mal gucken. Also ich hatte, wie gesagt, vorher gedacht, dass ich danach den Zweiteiler, hier steht übrigens der erste Teil, dann sogar aussortieren werde. Aber jetzt bin ich mir gar nicht so sicher. Also, aber umso trauriger macht es mich, wenn jetzt ich den zweiten Teil so toll finde, macht es halt den ersten Teil nicht unbedingt besser. Also ich finde den Einstieg und die Erzählweise des ersten Bandes immer noch nicht so toll. Ich persönlich nicht. Das ist nicht meine Erzähltechnik, nicht meine Erzählperspektive, die ich gerne gehabt hätte. Also wie gesagt, finde ich immer noch, dass die Autorin zu viel zu schnell wollte innerhalb weniger Seiten. Entweder hätte sie sich mehr Zeit nehmen sollen mit mehr Bänden oder die Welt ein bisschen kleiner, fokussierter machen müssen. Das ist meine Meinung. Ich weiß, dass es andere anders sehen, aber das ändert natürlich jetzt nichts daran, nur weil ich den zweiten Band so toll finde. Ja, das waren die Bücher, die ich gelesen habe. Ich habe tatsächlich aber auch noch ein bisschen was gehört. Allerdings keine Bücher, sondern Hörspiele. Und zwar habe ich euch das schon mal von erzählt. Es gibt eine Buchreihe, die eben als Hörspiele umgesetzt worden sind. Und zwar ist das die Ghost-Sitter-Reihe von Tommy Krappweis. Und die wurden mit ganz, ganz berühmten und tollen Sprechern umgesetzt. Da gibt es, ich weiß gar nicht, mittlerweile auch schon 5, 6 Staffeln. Ich glaube, ich habe die ersten 2 Staffeln gehört von Ghost Sitter. Da geht es eben um einen Jungen, der eine Geisterbahn vererbt bekommt. Und die Geister bzw. die Kreaturen in der Geisterbahn sind echt. Also es gibt tatsächlich einen echten Zombie, einen echten Vampir, einen echten Werwolf, ein echtes Geistermädchen und eine echte Mumie. Sind aber nicht böse und die reisen nun von Ort zu Ort und haben ja aber auch Feinde. Und ja, allerhand magische Abenteuer. Und es ist wirklich wunderbar, kurios, rasant, actionreich, manchmal ein bisschen gruselig und natürlich sehr lustig. Und zum Beispiel ist Christoph Maria Herbst dabei, der den Vampir spricht und jeder hat so seine Eigenart. Aber das ist jetzt nicht das, was ich gehört habe. Und zwar gibt es in dieser Reihe auch einen Anwalt für magische Wesen. Und das ist Rufus T. Feuerflieg und der wird gesprochen von Wigald Boning. Und der ist auch wirklich herrlich. Ja, ein Anwalt, der sehr, sehr viel quasselt und sehr, sehr viel, ja, eine sehr spitze Zunge hat, aber wirklich auch ein bisschen tollpatschig ist und sehr viel Spaß in die Reihe auch mit reinbringt. Und der hat eben jetzt eine kleine eigene Hörspielreihe. Und diese Reihe könnt ihr kostenlos bei Audible downloaden. Mittlerweile gibt es 9 kleine Hörspiele. Das sind dann immer nur 20 Minuten ein Teil. Und der 10. Teil ist jetzt tatsächlich auch gerade erschienen. Also es sind dann mittlerweile 10. Und ich habe jetzt im September Teil 5 bis 9 nachgeholt. Hatte ich gar nicht gemerkt, dass da schon so viele Teile erschienen sind. Und das sind halt immer so kleine magische Fälle, die er eben lösen muss. Und das ist so lustig. Es ist so herrlich lustig. Und ich mag ja tatsächlich auch Hörspiele irgendwie lieber als Hörbücher mit verschiedenen Stimmen und mit Geräuschen und mit Musik untermalt. Und ich liebe das Intro. Ein herrliches Ohrwurm-Video mit sehr, sehr viel Witz, sehr viel Humor. Und Wigald Boning passt da einfach perfekt rein. Der etwas verschrobene, schrullige Anwalt. Schusselig, aber trotzdem hat er was im Köpfchen. Und ja, bisher hat mich irgendwie jede Folge auch natürlich eine mehr als die andere tatsächlich gut unterhalten. Immer mal wieder zwischendurch, wenn ich ein bisschen Bahnfahrt hatte oder ein bisschen Gehminuten hatte, vor mir hatte, habe ich das gehört. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr Audible habt. Deswegen könnt ihr da gerne mal reinhören. Ich ja, liebe diese Reihe und man kann sie auch hören, ohne dass man die Ghostsitter Hauptreihe kennt. Also das ist losgelöst. Es gibt zwar immer so kleine Anspielungen auf die Hauptreihe und auch die machen Spaß, wenn man die Hauptreihe kennt. Aber wie gesagt, es ist nicht nötig, diese zu kennen.
Ja, und dann bleibt mir nur zum Schluss noch zu sagen, wie gesagt, ich habe ja jetzt das Schwarze Haus aussortiert und habe dann nochmal durchgezählt, was denn jetzt mein Sub macht. Ich habe jetzt 45 Bücher auf meinem Sub, auf meinem Stapel ungelesener Bücher, und neu eingezogen sind im September tatsächlich nur drei. Und deswegen, also es ist gleich geblieben. Im August waren es auch 45 Bücher. Ja, und da habe ich ja auch, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe im letzten Lesemonat, dass ich auch da schon was aussortiert habe. Und zwar ist das die Grischer-Trilogie. Steht, sie liegt allerdings noch hier, sie ist noch nicht ausgezogen, weil irgendwie habe ich da nicht so richtig Lust drauf, obwohl ja alle mal sagen, ja, du, das ist so ein tolles Universum, und viele sagen, das Lied der Krähen ist ihr Lieblingsbuch, aber vorher sollte man die Grischer-Reihe gelesen haben. Und ich habe jetzt einfach überlegt, dass ich einfach die Reihe schauen werde. Natürlich, also die Serie schauen werde, anstatt es zu lesen. Natürlich weiß ich, dass da unglaublich viel mehr in den Büchern steckt als in der Serie, aber viele sagen, dass die Serie gut gemacht ist und dass man dann immerhin so ein bisschen die Welt versteht. Ich habe aber auch schon überlegt, ob ich die Trilogie erstmal hier lasse. Ist zwar aussortiert, auf dem Aussortiert-Stapel, aber ich werde jetzt erstmal die Serie schauen, die erste Staffel, und danach entscheiden, ob ich dann tatsächlich dann Lust bekommen habe, die Reihe zu lesen, oder dann einfach sage, nee, mir reicht die Serie. Ja, es kann ja beides passieren. Manchmal bekomme ich durch Verfilmung einfach total Lust, die Bücher zu lesen, und manchmal ist es aber auch einfach so gut gemacht, dass es mir reicht. Ja, und da habe ich irgendwie das Gefühl, dass sich stündlich meine Meinung ändert dazu. Deswegen ist es irgendwie noch ein bisschen, ja, steht es noch so ein bisschen auf der Kippe, ob das jetzt tatsächlich aussortiert ist. Also es wären natürlich auch noch mal drei Bücher, die auf meinem Sub wären. Also 45 bis 48 Bücher sind im Moment auf meinem Stapel ungelesener Bücher. Ja, ich hoffe, dass es im Oktober jetzt ein bisschen mehr wird. Ich freue mich ja sehr, sehr doll auf den Oktober. Für mich ist das ja mein liebster Monat im Jahr, neben dem Dezember, neben dem Weihnachtsmonat. Und nicht nur, weil ich da Geburtstag habe im Oktober, sondern einfach, weil ich den goldenen Oktober liebe, den Wind, ja, dieses mildere Klima, dieses erfrischende Klima und eben auch das Halloween-Gefühl. Und da lese ich einfach auch sehr, sehr gerne. Und dann gibt es von mir eben jetzt auch eine kleine Ankündigung, denn es wird wie letztes Jahr den Spuktober wieder geben. Also wird es wieder einige Videos zum Thema Grusel und Horror auf meinem Kanal geben. Und nicht nur von mir alleine, sondern ich habe mich auch schon jetzt mit einigen anderen Booktubern zusammengetan und einiges auf die Beine gestellt. Da werden kleine, größere, tolle Videoprojekte auf euch zukommen. Und da freue ich mich wirklich schon sehr drauf. Und deswegen hier die kleine Ankündigung. Und ich habe noch eine kleine Aufgabe, eine Bitte an euch. Und zwar ein Format soll es in diesem Spuktober, in dem Oktober geben. Und da brauche ich eure Hilfe. Und zwar ist das das Format Zeig mir ein Buch das. Das ist ja durchaus bekannt. Es werden einfach Aufgaben von euch gestellt oder gewünscht, zeigt mir ein Buch, das dich zu Tränen gerührt hat. Zeigt mir ein Buch, das rot ist. Zeigt mir ein Buch, das du am liebsten gegen die Wand geworfen hättest. Also was euch alles einfällt, ja, es sind keine Grenzen gesetzt. Und ich habe ja mit anderen Booktubern schon eine Fantasy Edition gemacht, also auf Fantasy-Bücher bezogen. Und jetzt möchte ich eben eine Halloween Edition machen. Und da möchte ich euch aber gar nicht so sehr. Es muss jetzt nicht nur auf Gruselbücher ausgelegt sein, es kann auch einfach sein, zeig mir ein Buch, das ein düsteres Cover hat, oder zeig mir ein Buch, das du schrecklich fandest, oder also es muss irgendwie eine Berührung mit Halloween haben natürlich, aber sonst wäre es ja nicht die Halloween Edition. Aber es muss sich nicht unbedingt nur auf Grusel- und Horrorliteratur beziehen, kann es natürlich aber auch. Und da bin ich jetzt auf euch angewiesen, dass ihr mir tolle Vorschläge macht. Und wenn genug zusammenkommen, dann werde ich dazu auf jeden Fall auch ein Video drehen im Laufe des Oktobers. Und ja, ich lasse jetzt, mache ja jetzt hier irgendwie auch keine Frist oder so.
Bis wann, weil ich noch nicht genau weiß, wann ich dieses Video hochladen möchte. Also es muss natürlich jetzt so in den nächsten 1, 2 Wochen ein bisschen was zusammenkommen, damit ja, ich das dann auch im Oktober noch drehen und hochladen kann. Ja, ich freue mich drauf. Ich bin, ja, bin schon ganz, ganz aufgeregt, denn auch wenn ich jetzt hier den Orden des Geheimen Baumes beendet habe, dann geht es so richtig los mit Grusel und Horrorliteratur. Ich habe mir schon meinen Sub zurechtgelegt und geschaut, was ich alles auf meinem Sub habe. Und ja, da werdet ihr dann spätestens im Lesemonat Oktober von erfahren. Aber ich denke, dass ich vorher auch noch 1, 2 Videos machen werde, wo ich euch auch allgemein noch von meinen gelesenen oder ungelesenen Büchern erzählen werde, die so ein bisschen gruselig sind. Und ich werde auf jeden Fall immer in der Infobox verlinken meine Grusel- und Horror-Playlist. Also wenn euch das nicht genug ist, also es werden sicherlich keine 10 Videos werden, es werden vielleicht 3, 4, 5 Videos werden zum Thema Spuk und Grusel. Wenn euch das nicht genug ist, dann schaut da in die Playlist. Da habe ich meine gesamten, ja, Grusel- und Horror-Buch-Videos zusammengepackt und verlinkt, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, weil Bücher werden ja nicht schlecht und auch da habe ich schon über ganz, ganz tolle Bücher gesprochen, die einen so ein bisschen die Gänsehaut ja, emporbringt. Und ja, ich hoffe, ihr habt da auch Lust drauf und schreibt mir das mal in die Kommentare neben den zeigt mir ein das Buch das Aufgaben, ob ihr euch auch so freut, jetzt endlich ein bisschen spooky zu lesen oder ob euch für euch der Oktober ein Monat ist wie jeder andere auch und ihr eh gar nicht so gerne Grusel lest und ja, euch das gar nicht so angeht. Das würde mich interessieren. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.